Von den Sandaufspülungen an den Sylter Stränden ist nach Abschluss der Arbeiten meist fast gar nichts zu sehen. Viele Sylt-Urlauber bemerken die Veränderungen kaum. Ganz anders in diesem Jahr in List. Unterhalb des Zentrums für Naturgewalten entsteht ein richtiger Strand. Bisher war der Weg Richtung Alfred-Wegener-Institut wenig attraktiv. In Verbindung mit der Möwenberg-Deichverstärkung stellt der neu entstandene Strand nun eine sinnvolle Maßnahme für den Küstenschutz dar, macht List aber auch für die Urlauber noch attraktiver.